Moin moin Leute, hier ist der Tim und ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Video begrüßen. Und wie sieht's aus? Wir leben alle noch. Der Weltuntergang ist ausgeblieben. Das hätte ja wirklich niemand erwartet. Und jetzt ist dieser ganze Humbug endlich mal vorbei, der sich um diesen ganzen Kram am 21. Dezember gedreht hat. Hat mich langsam auch ein bisschen genervt. Nur weil da irgendwelche Mayas keinen Bock hatten, ihren Kalender weiterzuschreiben, muss da die Welt untergehen oder sowas. Etwas lächerlich. Und als ich in der Zeitung heute gelesen habe, dass bei früheren Ankündigungen von Weltuntergängen manche Leute ihre ganzen Sachen verschenkt haben und sowas, da, Alter, da, keine Ahnung, schlage ich nur die Hände vorm Kopf zusammen. Also, geht ja gar nicht. So blöd muss man wirklich erstmal sein. Und ja, wie gesagt, wir haben es überstanden. Der 21. Dezember 2012 ist vorüber. Und ich wollte euch jetzt mal eben so ein bisschen sagen, wie es jetzt weitergeht über Weihnachten. Im Hintergrund seht ihr ein Black Ops 1 Gameplay, was ich noch gefunden habe. Übrigens im Splitscreen-Modus erspielt. Ihr seht das da mit der 1 hinter meinem Namen. Eigentlich eine ziemlich geile Runde gewesen. Und ja, wie geht es weiter jetzt über die Feiertage? Ich hatte geplant, jetzt noch mit drei anderen YouTubern endlich mal wieder einen neuen Stammtisch der kleinen Kommentatoren zu machen. Dabei wird es sich dann um einen Rückblick auf das Jahr 2012 drehen. Ich habe ja damals mit Maxi noch und zwei anderen den ersten Stammtisch der kleinen Kommentatoren über das Jahr 2012 gemacht. Was erwartet uns, also die kommenden Spiele etc. Und jetzt, Ende 2012, wollen wir dann halt noch ein bisschen darüber reden, ich sag mal, welche Spiele uns denn besonders gefallen haben, welche dann vielleicht auch uns überhaupt nicht gefallen haben, also so Top und Flop sozusagen. Und ja, ein bisschen darüber ja plaudern, wie das Jahr aussah in der Spieleindustrie. Und das Video wird dann vermutlich, wenn wir das alles so hinbekommen zeitlich, das ist ja jetzt nicht mehr lange hin, anderthalb Wochen bis zum neuen Jahr. Wir möchten das dann noch vor Silvester noch hochbringen. Müssen wir mal gucken, ob wir dann alle noch Zeit finden. Ich hoffe mal, beim ersten Stammtisch hat das ja Monate gedauert, bis wir dann endlich mal was aufnehmen konnten. Das war ja richtig schlimm. Aber ich denke mal auf die Leute, mit denen wir das jetzt planen, ist ein bisschen mehr Verlass, beziehungsweise kann man sich, ja, die haben dann vielleicht auch jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, es sind ja Ferien und viele haben ja auch Urlaub über Weihnachten, wenn man berufstätig ist, und ich denke mal, dann kriegen wir das ganz gut hin. Und ja, über die Feiertage werde ich dann wohl kein Video mehr bringen, also das wird jetzt das letzte Video vor Heiligabend sein. Ersten, zweiten Weihnachtstag, ja, habe ich dann auch nicht so viel Zeit und auch wahrscheinlich nicht Lust, ein Video zu machen. Und dann wird vermutlich, wenn ich nicht noch ein Video am Wochenende vor Silvester bringe, das Stammtischvideo das nächste sein, was dann auf meinem Kanal hochgeladen wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Mal gucken, wie lang das dieses Mal wird. Und ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal loswerden. Von daher, ja, habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch dann allen frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Und vielleicht könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr so zu Weihnachten euch gewünscht habt. Und ja, würde mich mal interessieren. Bei mir sieht das dieses Mal eigentlich gar nicht so besonders aus, sage ich mal. Eher ein paar praktische Dinge, die ich dann auch vielleicht fürs Studium und sowas gebrauchen könnte. Und ja, so spielemäßig und so ist da bei mir gar nichts dabei dieses Jahr. Aber ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich trotzdem. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, so diese ganze Stimmung und so, dann am Heiligabend mit der Familie zusammensitzen, ein bisschen essen und so, finde ich eigentlich immer ganz geil. Und ja, wie gesagt, schreibt mir mal rein, wie das bei euch so abläuft, was ihr euch vielleicht so gewünscht habt. Und ich verabschiede mich dann schon mal, das Gameplay lasse ich dann noch ein bisschen zu Ende laufen. Und ja, dementsprechend frohe Weihnachten euch allen und ich bin raus. Haut rein.